Wie muss man sich das denn vorstellen als US-Soldat in Deutschland? Wie verläuft da der Kontakt zur Zivilbevölkerung? Damals, als ich Soldat war, war das wirklich sehr, sehr eng. Zum Beispiel, nur als Beispiel. Ich war stationiert in dem höchsten Schloss. Das ist ein Schloss von der 4. Jahrhundert oder irgend so was. Nein, 14. Jahrhundert. Und so ein Fluss, das war neben dem Mainfluss, und damals haben die Schiffe kontrolliert und Steuer geholt und so weiter. Und als amerikanische Militäreinheit in einem alten historischen Schloss, das ist schon was, ja. Aber dieses Schloss hat eine Tradition. Also jedes Jahr war das Schlossfest. Und dann hier, wir kleinen jungen Soldaten, umgehen von lauter, also Bierzelte, und da war die Schlossgarde, also 40 sehr hübsche Mädchen mit sehr kurzen Kleidern, und das war ganz toll. Aber die ganzen Festen, wo die Amerikaner auch Festen gemacht haben, in ihrer Kaserne, alles offen, alles zugänglich. Und das war natürlich auch die Zeit Kalten Krieg. Wir waren mit einer sehr großen Bedrohung von Sowjetunion, und natürlich waren wir sehr eng, also Deutsche und Amerikaner. Die deutschen Soldaten trainierten mit den Amerikanern und vice versa. Das war damals, und heute leider, also gibt es, naja, es ist positiv, dass jetzt nur ein Bruchteil von den amerikanischen Einheiten auch in Deutschland stationiert sind. Es war damals 400.000 amerikanische Soldaten, Air Force, Marine, was immer. Und jetzt ist es vielleicht 70.000. Und nicht mehr überall, aber nur in ganz bestimmten Punkten. Und nicht mehr mit frei Haus, open Türen, rein, raus, kein Problem. Jetzt sind wir sitzen hinter wieder, wie 1946 wieder hinter Mauern und mit Sicherheitspersonal wegen dieser Geschichte, dieser Terrorattacke, also am 9.11. Das ist natürlich, das muss sein, aber natürlich nicht schön. Und, ja, die Kontakte jetzt sind viel weniger, klar. Und wo waren Sie in Deutschland genau stationiert? Sie hatten gerade das höchste Schloss erwähnt. Ja, also meine erste Zeiten war ich Pionier, und ich war in Karlsruhe. Und ich habe damals die Erfahrung gemacht von diesen großen Manövern, die damals stattgefunden hatten, wegen der Bedrohungen. Jedes Jahr, es gab verschiedene Namen, Big Lift, Reforger, da kamen 60, 50.000 amerikanische Soldaten rübergeflogen Erfahrung zu kriegen, wann das wirklich passiert, wie schnell die Gruppen kommen kann, und dann bauten wir so unsere Verteidigungslinie auf, meistens so in die Richtung Fulda, weil die meisten die Russen kommen von die Fulda Gap durch, ja. Und spielten Krieg für ein paar Wochen, und dann gehen wir wieder nach Hause. Das war auch nicht mein Ding, und ich habe gehört von AFN Radio, und ich dachte, naja, ich bin schon als Studentin interessiert in Radio, war Disc Jockey, so am Wochenende in lokale Radiostation, auch im College. In Bay In City. USA. Nein, also Bay City war ich geboren, aber ich wuchs auf in einem kleinen Ort, heißt Gladwin, so etwas weiter nördlich. In die Zeiten habe ich auch für ein Jahr in einem kleinen Radiosender am Hotensee, which is ein großer Ferienlake in Michigan. Aber jedenfalls dachte ich mir, das war genau mein Ding. Und das war auch eine Zeit, wo die versuchten, viele Soldaten in den Armee zu halten, wegen dem Vietnamkrieg. Das war gerade am Anfang. Die suchten also neue Truppen dafür. Und die hatten dann eine spezielle Offer. Wenn man sofort wieder für 3 Jahre neu reenlist, dann könnte man den Arbeitsstelle aussuchen, die man wollte. Und ich sagte, okay, ich mag das. Und ich sagte EFN. Und ich bin dann nach EFN gegangen. Und wie gesagt, der Rest ist Geschichte.